Willkommen zurück zu Deus Ex. Und bevor ich da reingehe, würde ich mich gerne kurz unsichtbar machen und einen Blick reinwerfen. Ein Man in Black. Oh, verdammt. eine Wache. Aber wo ist die Dame? Wo ist die Dame, die ich befreien soll? Ich sehe sie nicht. Ja, ist gut. Er hat mich, glaube ich, gehört. Ups. Okay. So, Moment. Bevor ich da reingehe, will ich normalen Schrot. Weil der für die gepanzerten, also dieser Bot-Munition ist für gepanzerte, für Bots und so. Das hier. Oh, verdammt. So, noch irgendwer? Noch jemand? Nein. Gut. Garagentür. Ist das das hier? Nee. Nee. Jetzt wollte ich ihn gerade kaputt schießen. ja, ich glaube, so ein Medipack benutze ich einfach mal, nachdem ich gerade meine Bioenergie so verpulvert habe. Ja, ich habe gerade die Frau eingesperrt, das war mehr oder weniger Absicht, weil ich nicht wusste, ob noch irgendwelche Gegner kommen und die Schießerei weitergeht. Genau, ups. Sag mal. Hoch. Hoch. Sag mal. Dahin. Hallo. Geht doch. Ah, ich sehe gerade. Das ist dann wahrscheinlich der Weg über das Dach, den ich vorhin meinte. Letztes Mal. Moment. So. Und dann kann man auch sogar direkt hier runter zu der Dame rein und sich auf ihre Matratze legen und sie in die Ecke verweisen. Your father sent me. You all right? They caught me at the submarine base trying to steal one of their mini subs. You really think there's a containment unit in the ocean lab? All we need's a schematic, as long as the main computer isn't waterlogged. We'll talk about that later. Come on, let's go. I'm not going back to that base. You want to check it out? Great. Here's a map that shows a back way into the sub bays. I'll check it out. First, let's get you out of here. Make a break for the helicopter. It's in the junkyard. Got it. Ich habe doch die Waffen schon ausgeschaltet, oder? Also, nur deswegen habe ich ihr jetzt gesagt, dass sie gleich da raus kann. Yes, you will go to the ocean lab. You will help me acquire a universal constructor. Still looking at this helium entity. Not sure how Paige can control it. Gut. Die Dame ist dann wohl in Sicherheit. Hier noch? Naja, für einen Dietrich guck ich da gerne rein. Für zwei nicht. Nö. Boah. Ja. Schalldämpfer. Gute Sache. Sonst noch irgendwas? Ne. Okay, wie komme ich da jetzt ran? Die Kiste muss da ganz rüber. So. So vielleicht? Ach, Menü. Wie kriege ich jetzt die Kiste da um die Ecke? Ah, so. So ist das gut. Nein! Ach, ich komme hier sogar dran. Wie unnötig. Moment, bevor ich das dann verliere, werfe ich es lieber in diese Richtung. Schalldämpfer! So, wer kriegt den Schalldämpfer? Ich würde sagen, der Raketenwerfer. Die ist eh leise. Okay. Die Schrotflinte geht wohl nicht. Na gut, dann halt nicht, ne?
Aber ich glaube, so ein Medikit gönne ich mir dann nochmal. Auch wenn ich das nicht annähernd voll ausnutze. Was soll's? Ich habe ja hier ein neues. So. Da wollte ich nochmal kurz rein. Ich dachte, ich habe den Schlüssel. Und da käme ich rein. Andererseits, ja, wobei, so 50% Bioenergie. Oh, danke. So 50. Ach, die ist noch an. Ah. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich so schnell unterwegs bin. Alles klar. Ist das ein Schalter? Ah, da ist wieder eine Zelle. Dankeschön. Und dann, genau, einmal aufladen. Vielen Dank, lieber Bot. Und tschüss. Bot. Winke, winke. Hey. So. Los geht's, weg von hier. Oder kann ich noch mit ihr nochmal quatschen? Are you sure it's safe? Let's go. Let's go. Good, you both made it. Dr. Savage will be relieved. Can you take her back to Vandenberg while I check out the submarine base? I'm gonna make another try to reach the ocean labs you see. Sure, I'll drop you off on the way. Ich muss sagen, das war jetzt einfacher als gedacht. Ach verdammt, wäre da in dem Anhänger vielleicht nochmal was drin gewesen. Mist. Müsst ihr bei Zwergesel schauen. Vielleicht guckt er ja sich das genauer an. Menü. Naja, so wichtig wird es nicht sein. Remember, this is how Tiffany was captured. You need to steal a mini sub to get to the ocean lab. The base is a series of interconnected modules, with the subs in the module submerged just offshore. Okay, hier sind keine Geheimnisse. Ich dachte, diese roten Teile könnten vielleicht Schalter sein. Aber nee, das ist wohl nicht der Fall. Ich mache hier mal ein richtiges Safe-Game. Für alle Fälle. Oh, und ich höre einen Bot. Da. Wie viele Raketen habe ich denn noch? 10. Ja, ich könnte ja auch mal meine EMP-Granaten benutzen, ne? Ey! Geht doch. So. 2 Stück, ja gut, andererseits, er braucht noch 2 Raketen, ne? Da habe ich jetzt dann auch nichts verloren. Yeah! Was ist das denn? Was haben wir da? Noch so einen fetten Bot? Und da waren noch gerade menschliche Gegner. Oder habe ich mir das eingebildet? Na, wie dem auch sei, für den da zum Beispiel ist jetzt der Raketenwerfer die deutlich bessere Wahl, weil der so weit weg ist. Autsch. Wie er mich einfach trifft mit seiner ungenauen Maschinenpistole auf die Entfernung. Andererseits bin ich ja der Pistolensniper. Ja, ich muss da nicht unbedingt so viel sagen, mich drüber aufregen. Ich bin hier mindestens genauso unrealistisch gerade. Naja, was heißt unrealistisch? In der Zukunft funktioniert das natürlich. Schlüssel für U-Boot-Basis, okay. Und ein Sturmgewehr hätte ich jetzt an mich nehmen können. Nein. Was gibt's hier? Achso, nee, Blödsinn. So, da drüben komme ich her. Da ganz rechts hinten ist auch nochmal eine Lücke in der Mauer. Aber ich schätze mal, es ist einfach... Oder? Ja, ein Wasserzugang. So wie das andere da gerade eben auch. Gut. Gut, dann
Ja, hier nochmal. Ach, die Basis ist über mir. Okay, also muss ich wahrscheinlich da rein oder da irgendwie. Was haben wir hier alles? Ah, nichts. Und nichts. Da hinten ist wahrscheinlich wieder nichts. Ah ja, genau. Da ist doch eine Tür. Oder nicht? Doch, genau. Hier ist eine Tür. Da könnte ich hoch. Und ich könnte darüber. Und da ich vermute, dass ich da nach oben muss, werde ich jetzt erstmal einen Blick... Ach, Mist, hier nach unten werfen, wollte ich es gerade sagen. Ist vielleicht hier oben ein Zugang dafür? Aha! War ja klar. So, was haben wir hier? Eine Armbrust? Brauche ich nicht. Boah, Munition. Erfahrung. Sehr gut. Oh! Kommandomodulschlüssel, Versorgungsschrankschlüssel. Wobei, ist das hier der Versorgungsschrank? Wahrscheinlich. Egal, ich habe einen Kommandomodulschlüssel und Munition. Yeah! Wie einfach in jeder Ecke Dinge versteckt sind. Ich finde das großartig. Scientists of mine who were captured and forced to work in the genetics labs. Maybe they'll lend a hand. Okay. Die Wissenschaftler als Verbündete betrachten also. Oder zumindest als potenzielle Verbündete. Das sieht aus wie ein Gegner. Na. Na. Wo habt ihr mich gerade gesehen? Ey, ich hab dich hier umgebracht, bevor du Alarm auslösen konntest. Das könnte auch die Kamera gewesen sein, zugegeben. Ach, da unten war ich gerade, genau, da komme ich her. Uah. Nein, du löst nicht nochmal Alarm aus. Uah. Ah, was für eine Verschwendung von Sniper-Munition. Aber hey, geschafft. Nichts oben drauf. Ah, schade. Unten drin? Kann man auch nicht öffnen. Ein Medikit. Ja, das nehme ich. Das verbrauche ich sogar komplett und ich bin wahrscheinlich nicht komplett geheilt. War ja klar. Eins. Achso, genau. Eins. 25 Stück. So, hier komme ich dann wahrscheinlich in die U-Boot-Basis runter oder so. Allerdings bräuchte ich ein Multitool, um da reinzukommen. Ich denke mal, den Code könnte ich hier vielleicht von den Wissenschaftlern rausfinden. Something tells me you don't have permission to be down here. Don't even think about setting off an alarm. I was just going to suggest that you avoid the guards. You could swim through this tank to a feeding hole in the storage room. The hatch code is 1223. Watch out for the Karkian, though. Great. Maybe I'll give it a try. Sag ich doch. Man kann den rausfinden, den Code. Mist. Ich dachte, ich könnte die Kamera damit vielleicht ausschalten. Schalldämpfer. Kann ich der Kamera den Schalldämpfer verpassen? Hä? Da ist doch offen. Warum geht das nicht auf? 1, 2, okay. Nein, hier ist niemand. Das nächste Medikit. Ich habe doch hier gerade Gegner gehört. Wissenschaftler? Wo war gerade der Gegner? Hier drüben vielleicht? Ach, da geht's runter. Nicht hoch. Ich würde gerne den Gegner hier ausschalten, bevor ich mich weiter umschaue. Aber mir scheint, es gibt hier gerade keine akute Gefahr.
Daher werde ich jetzt nochmal kurz... Ja, wobei, da komme ich nicht mehr hoch. Was ist das? Ah, da ein Knopf. Okay. Gut. Statt da jetzt blind runterzuhüpfen, suche ich mal den richtigen Weg nach unten. Das müsste eine Treppe oder so sein. Ah, oder wahrscheinlich einfach diese Leiter hier. Na? Ja. Hey! Die Sau! Hab ich dir erlaubt? Na ja, gut, die haben es überlebt, immerhin. Die haben es überlebt, ich hab's überlebt. Gut. Ich würde gerne mit euch... Hey, Moment, was? Boah, der hat reingehauen. Andererseits war das gerade auch blöd von mir, nicht weiter zu schauen, ob es da noch mehr Gegner gibt. Vielleicht war das ja verdient. Ich warte jetzt einfach mal, bis sich die Wissenschaftler beruhigen. Spazier währenddessen hier ein bisschen außenrum. Und nachher, wenn ich dann reinkomme, dann kann ich bestimmt mit denen reden. Ach, genau, jetzt. Ja, jetzt bin ich hier oben. So, wie kriege ich euch? Der guten alten Pistole. Sniper-Pistole, wohlgemerkt. Ja, ja, macht ihr mal Alarm. Ist mir egal. Ich bin nicht dort, wo ihr Alarm gemacht habt. Hey, Jungs und Mädels. Oh, ihr Feiglinge. Beruhigt euch doch mal. Na? Ja, jetzt. Non-technical personnel must stay in the common areas. Ich bin aber kein Personal. You Denton? Savage said to expect someone on a mission to the Ocean Lab. Denton's an old code name from my UNATCO days, but it seems to have stuck. I have a map of the facility. Also, you can use my login, A. Pinkerton, password, Antennapedia. You will need it for the computers in the URV bay. Thanks. You one of the scientists Savage lost to Majestic 12? My situation here is temporary. I still report to Gary Savage. Die lassen den einfach? Ich höre doch Schritte. Ich höre Schritte. Ich bin doch nicht blöd. Bilde mir das ein, oder? Okay, da ist nichts. Gut, dann habe ich da gerade das hier entdeckt. Was immer das auch sein mag. Na? Na? Komm ich da jetzt runter? So. Da geht's nicht raus. Ah, das könnte wahrscheinlich so ein Schleichweg sein. Durch den man reinkommt, oder? Oder habe ich da jetzt wieder... Ach nein, was ist das denn? Das sieht ja interessant aus. Na? Eine Lab? Jetzt? Meine? Ach da! Hinter den Kisten! Wahnsinn! Da ist so ein Schleichweg! Wow! Aber da will ich doch gar nicht hin! Ich will wieder hier rüber. Und, die Leiter nach oben. Ne, Moment, die habe ich schon, oder? War ich hier schon? Ich war hier nur kurz. Nachdem ich dann beschlossen habe, dass ich erstmal alle Gegner ausschalten will, bin ich dann wieder abgehauen. Komm ich da hoch? Na, komm. Na, okay, doch nicht. Aber da komme ich bestimmt hoch. Yep. Bringt mir nur halt leider irgendwie überhaupt nichts. Gut, aber da wollte ich auch noch hin, nämlich ganz nach unten.
glaube, das ist der Weg, der dann da rüber führt zum U-Boot-Hangar. Ist hier noch irgendwas? Nee. Aber ich sollte echt ein bisschen sparsamer mit der Energie umgehen. Ich habe nur noch 12 von den Zellen. Mist. Raketen? Raketen. Kameras natürlich, meine ich. Kameras. Da geht's ins Wasser. Da werfe ich mal kurz einen Blick rein. Wow! Da ist jemand unter Wasser und läuft. Das sieht seltsam aus. Gut, ich bin aber nicht so der Unterwassermensch. Deswegen werde ich durch diese Tür weitersuchen. In der Hoffnung, ein U-Boot zu finden. Und jetzt aber erstmal heißt es danke fürs Zuschauen und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Und hier ist nur für alle Fälle, falls jetzt jemand hochkommt, meine Aufmerksamkeit auf das Wasser gerichtet. Aber beim nächsten Mal gehe ich durch diese Tür. Tschüss!